Und es kommt zum Duell um die Bergpunkte zwischen Kreuziger und Hauer. Vorne Kreuziger. Und Kreuziger gewinnt und krönt sich damit erstmals selbst. Dietmar Hauer wird Zweiter, Dufault aus der Schweiz Dritter und dahinter Camargo aus Kolumbien vor Jäger aus der Schweiz. Offiziell wird ein anderer Kolumbianer auf Rang 4 angegeben, es ist aber eindeutig der Mann im gepunkteten Bergtrikot Camargo, der gestern auf dem Semmering siegreich war. Bei der Abfahrt schließen zu der Fünfergruppe noch drei Mann auf. Mit Tempo 80 bis 90 führt die Fahrt hinunter nach Guttaring, wo noch eine Sprintwertung wartet. Die beiden Belgier, Allertz und Farazin sowie Stefan Gottschling aus der DDR schließen zu der Spitze auf. Dietmar Hauer ist hier als einziger Österreicher vertreten. Die Wertung gegen Guttaring gewinnt Kreuziger vor Dietmar Hauer. Damit hat er wieder einige Sekunden gut gemacht, wie auch bei der Bergwertung Klippitz-Dörl. Kreuziger also heute in Bombenform, Dietmar Hauer und diese Achtmann-Gruppe hier bei der 1000-Meter-Marke beim Zieleinlauf in Treibach-Althofen. Jetzt geht es um den Etappensieg. Vorsprung auf das Feld, circa 3 Minuten. Und wer kommt hier vorne? Grohmann, Kreuziger im gelben Trikot. Dahinter Hauer, es geht hier um Zeitgutschriften. Wer gewinnt die Etappe? Kreuziger vorne und Kreuziger gewinnt vor Hauer, Gottschling, Dufault, Farazin, Allertz und Camargo. Im Gesamtklassement führt weiterhin Roman Kreuziger. Zweiter jetzt aber Dietmar Hauer mit nur 35 Sekunden Rückstand. Der zweitbeste Österreicher Harald Mayer hat bereits 4 Minuten und 3 Sekunden Rückstand und Roman Kreuziger macht sich hier nach dem Regen etwas frisch. Heute Nachmittag Mannschaftszeit fahren. Ja. Tschechoslowakei gut? Ja, andere Leute auch. Gute Fahrer. Habe Chance. Ein gutes Team. Ich habe auch Chance, Mannschaft zu gewinnen heute. Ja, ich hoffe, dass wir den Tschechen ein paar Sekunden abnehmen. Denn ich glaube, Kreuziger hat jetzt 35 Sekunden auf mich Vorsprung. Und dass wir wenigstens den Vorsprung etwas verringern. Am Nachmittag erfolgt heute noch das Mannschaftszeitfahren über 42,5 Kilometer. Über das Mannschaftszeitfahren berichten wir in der nächsten Sportsendung um 20 Uhr in FS1.